Los geht's mit Eve. Wird echt mal wieder Zeit. Lang, lang ist's her. Nicht ganz so mein Fall. Aber, dat mut. Oh Mann, komm schon. Oh, ein Seelenherz. Lass ich erstmal. Nice. Das ist jetzt richtig geil. Lucky Foot, das ist jetzt, als hätten wir mit Kane gestartet. Oh mein Gott. Ich sehe schon, wir brauchen Bomben. Lucky Foot ist sogar noch besser als dieses Item, dass man nur positive Pilleneffekte bekommt, weil Lucky Foot macht genau das und es erhöht allgemein noch den Luckwert. Richtig nice eigentlich. So, und hier haben wir ganz, ganz viele extrem unspektakuläre Gegner und wir machen einfach keinen Damage. Oh, das ist schon mal gut, das Herz. Das ist auch gut. Das ist sogar noch besser. Aber es ist eigentlich noch ein bisschen zu wenig, um den Shop aufzumachen. Naja, jetzt machen wir erstmal den Boss. Oh Mann! Ich darf mich jetzt nicht mehr treffen lassen. Okay, jetzt haben wir den. Also der erste Effekt von Eve. Falls jemand vergessen hat, man sieht, wenn man getroffen wird, spawnt so ein Dead Bird. Und der zweite Effekt ist, dass wenn man auf ein halbes Herz runterkommt, verwandelt man sich. Soll ich jetzt in den Shop rein? Mit 11 Münzen? Ich sollte es wagen. Der Effekt hält leider nur für einen Raum an. Fuck. Ich könnte noch... Nee. Vielleicht ist hier. Ich gehe mal aufs Ganze. Wow. Geilo. Wie geil. Oh mein Gott. Jetzt haben wir Goopy's Head und Tail. Wenn wir jetzt noch die Katze finden, dann verwandeln wir uns, glaube ich. Puh, not bad. Arcade. Nicht jetzt. Oh. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Den benutzen wir eindeutig für den Treasure Room. Also, naja, was ich noch vergessen habe, war, sollte mal so mich etwas besser koordinieren mit mir selber. Dieses Activate-Item, das wir gefunden haben, spawnt einfach 3 Fliegen. Ist jetzt prinzipiell nichts Spektakuläres, aber es hat genau einen Raum Aufladezeit. Das macht das Ganze relativ interessant.
Auch wenn es irgendwie keinen Damage macht. Ah ja. Der Punkt ist, wenn man diese wenn man diese blauen Fliegen spawnt, oh Mann, dann ist der Schaden entsprechend, ich glaube, einer Träne oder zwei Tränen. Also das heißt, wenn wir einen relativ geringen Tränenschaden haben, sind die Fliegen auch relativ uneffektiv. Range up. Und wenn wir mehr Axe-Damage bekommen, werden auch unsere Tränen besser. Und das war gerade ein Fehler. Weil, um in diesen Raum reinzukommen, darf ich nur ein Herz haben. Aber wir können ja gleich in den Arcade Route gehen und ein bisschen gamblen. Dann ist das halb so wild. Schon wieder der Magnet. Yay. Fuck, ey. Gut. Dann gehen wir mal aufs Ganze. Einmal Arcade Room, bisschen HP opfern. Und dann Bossnatzen. Ich hätte jetzt gerne noch eigentlich Bomben. Oder Schlüssel. Das ist eigentlich genauso gut, zwei Schlüssel. Geil. Oh mein Gott, jetzt wird's witzig. Das wird schon wieder ein Run, ich sehe es kommen. Pillen. Oh, also irgendwie sieht es nach einem wirklichen Run aus. Ah, nein. Regel Nummer 1, sammle niemals eine Pille auf, wenn der Gegner in der Nähe sind. Bombsaki. Okay. Wir haben gerade die Anzahl an Bomben und Schlüsseln getauscht. Bei 1 nicht gerade so unglaublich, wie sagt man, erschütterndes Ereignis. Oh mein Gott, dieser Boss. Okay, ich brauche jetzt Book of Relevations. Ich brauche jetzt ganz, ganz viel Glück. Ich meine, wenn ich mein aktuelles Item wieder aufladen kann, wenn ich Damage bekomme, ist ganz nett, aber man hat da gerne Items, die relativ lange brauchen, um aufgeladen zu werden, weil man dann einfach mehr Effekt davon hat. Zum Glück habe ich mir vorher nicht die Batterie kaufen können. Oh Mann. Glück im Unglück. Warte mal, danach kommt ja noch ein Boss, oder? Zum Glück haben wir so viel Reichweite. Komm schon, stirb, du Unwürdiger. Komm schon. Ich will wissen, was diese Pillen machen. Oh mein Gott. Ich brauche Damage ab. Das dauert so ewig. Und bei... Komm schon. Da kam jetzt der Sound, dass ein Teil stirbt, aber es ist nichts passiert. Und ein Schlüssel. Und komm schon. Oh, noch mehr fliegen. Was macht das? Okay. Der Bossfight dürfte jetzt theoretisch, eventuell, möglicherweise mega easy sein. Oben oder unten? Oben. Hier. Verdammt. So. Und? Oh. Bossfight.
mein Gott, was ist das für eine eklige Version? Oh mein Gott, Hilfe! Der hinterlässt eine Spur. Okay, ich darf nicht zu schnell laufen, weil sonst laufe ich so schnell im Kreis, dass ich nachher in den Sabber reinlaufen muss. Hilfe. Okay, und jetzt so. Und jetzt... Naht. Ganz ruhig. Ach, und der Geist macht gar nichts? Wow. Lunch. Jetzt bin ich mal wieder ratlos. Aber möge das Internet mir beiseite stehen. Ich weiß es ja eigentlich. Das eine, dieser Halbmond macht uns zum Geist und das andere war zum Dämon, oder? Geist und Dämon. In beiden Fällen fliegen wir, aber in beiden Fällen haben wir dann kein HP mehr. Kein Guster. Also es ist echt praktisch, wenn man da hier mit Eve einmal getroffen wird, dann kommt der Bird raus und hilft uns. Dafür hätte ich aber gerne noch irgendwie Book of Relevations. Weil dann können wir wirklich sagen, hey, wir spawnen den in jedem Raum und kassieren dann einfach unser Herz. Cool. Ja, genau. Aber ist im Moment noch leider nicht der Fall. Was dann auch witzig wäre, wenn wir dann die Max, unsere Max-HP auf ein halbes, also unsere roten HP auf ein halbes Herz reduzieren, dann nur noch Soul Heart sammeln und dauerhaft den Effekt Whore of Babylon aktiv halten und dadurch einfach schneller laufen und mehr Damage machen. Das wäre ein Plan. Und dann könnte ich auch noch gleich meine letzten zwei HP opfern. Nein! Ich hasse diese Scheißviecher. Die halten so viel aus. Das war knapp. Holy shit. Dieser Damage-Output, er ist so gering. Komm schon, dummer Vogel, mach irgendwas. Komm! Geh in Action. Oh Mann. Brauch eine Bombe. Voll reingelatscht. Ups. Das war unnötig. Ich könnte eine Bombe gebrauchen. Ich könnte einige Bomben gebrauchen. Und einige Schlüssel. Und etwas Geld. Komm schon. Ich mag diese Gegner einfach nicht. Die sind so ultra random. Schon. Bei meinem Damage-Output geht es auch immer voll schnell, die zu töten. Alter, wie viele Schüsse brauche ich denn für einen? Das heißt nur noch die da unten. Warum bin ich so bärtig? So bärtig? So bärtig? Warum bin ich so bärtig? So bärtig war ich nie. Ich war schon öfters bärtig. Ah! Komm schon. Stirb! Die unwürdigen Kleinen. Okay. Da können wir hier gleich Bombe platzieren. Und die war zu weit weg. Oh mein Gott.
Ich habe es mir auch noch gedacht, als ich sie platziert habe, so. Igitt. Uah. Speed up. Yay. Nein, das ist nicht gut. Jetzt bin ich so schnell, dass ich rutsche. Oh Mann. Oh mein Gott. Wie mache ich denn das jetzt? Ah, okay. Ja, gut. Ganz schlau. So, komm schon. So. Ganz brav. Komm schon, ganz brav. Ganz ruhig, alles wird gut. So, jetzt töte ich dich. Okay. Das Leitlieb verbuggt. Aber ich kriege ihn auch so. Komm schon. Jetzt mache ich den Haufen. Ah ne, dann kommt der auch raus. Gut. Ernsthaft. Geilo, ein goldener Schlüssel. Also ich habe jetzt für diese Ebene unendlich viele Schlüssel. Bringt mir jetzt nicht ganz so viel, aber ist ganz nett, ne? Hallo? Danke. Ernsthaft? Im Treasure Room ist ein 10-Bomben-Item. Ein... Oh Mann. Okay. Vielleicht ist irgendwas im Shop, das 7 Cent kostet. Dann müssen wir einfach nur noch irgendwo einen Cent auftreiben. Oder es ist nichts da, was irgendwie interessant wäre. Geht halt campen. Yay. Nice. Haben wir jetzt Max Range? Fast. Komm, jetzt noch irgendwie was Gutes. Schlüssel. Ein Dollarschein. Noch eine Pille. Auf jeden Fall. Telepill. Heben wir uns für nach dem Boss auf. Und jetzt haben wir so viele Bomben. Ach ey. Was will ich mit so einem 10-Bomben? Mann, das ist doch so scheiße. Okay, Bossnatzen. Was haben wir denn? Ich mag ihn nicht. Ich meine, es ist die Easy-Version. Aber trotzdem. Ups. Und eigentlich sollte ich mich schon immer im Bossfight einmal treffen lassen. Weil dann bekomme ich einfach meinen Dead World. Der dann meistens, wenn er nicht gerade auf irgendeine dumme Idee kommt, irgendwelche Gegner zu verfolgen, die keinen Schaden bekommen, auch relativ nützlich ist. Und jetzt ist gleich der Run vorbei. Uah. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein! Bernhard, Konzentration! Oh mein Gott. Eve ist, wie man sieht, auch mit den geilsten Items eindeutig mein Char. Also prinzipiell haben wir jetzt im Moment nur das Potenzial. Wir haben so Items, die an sich ganz nett sind, aber erst mit der entsprechenden Synergie wirklich richtig abgehen. Boom. Zum Beispiel mit Kisten.
war es vielleicht etwas leichtfertig, direkt den Schlüssel zu verwenden, aber das Herz hat sich gelohnt. Und Range Up. Bitte noch mehr Range Up. Ganz nett. Ernsthaft, fliegen die da? Oh Mann. So, schießt er daneben. Gut. Jetzt kann ich mich daneben stellen. Oh Mann. Komm, Dead Bird, mach wenigstens seinen Job. Nein, macht er natürlich nicht. Warum? Ich hasse diese Aufstellung von Räumen. Die ist so gemein mit den Gegnern. Macht sie fertig, meine blaue Fliegenarmee. Das erste Mal, dass der Magnet wirklich nützlich ist und wir haben einen Schlüssel bekommen. Vielleicht haben wir doch nicht so viel Glück, wie ich dachte. Es hat nur so gewirkt, als hätten wir Glück. In Wirklichkeit haben wir mega Pech. Oh, oh, nein, 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 nein. Die Kreise. So, nein. Nein! Es bleibt spannend. Da ist es. Da ist es. Wir brauchen nur noch die Kohle. Komm hier. Secret Room. Boom. Okay, okay, noch 2 more coins. 2 more coins. Komm schon. 2 Cent. Yeah, das wird der Run. Uah. Muss ich noch aufpassen, dass ich nicht abkratze. Komm schon. Keine Bombe. 2 Cent. Komm schon. 2 Cent. Das ist echt anstrengend, wenn man überhaupt gar keinen Damage macht und dann auch noch irgendeine Scheiße zusammenläuft und kurz vorm Abkratzen ist. Oh mein Gott. Nein, das war's. Nein! Oh Mann, Lennart! Fail! Naja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Binding of Isaac!